In einem Zimmer liegt eine Gitarre und steht ein Schlagzeug. Hey, ich bin Antonia. Ich bin 10 Jahre alt, lebe in Lobsdorf mit meiner Familie. Ich kann Gitarre spielen, Schlagzeug und Klavier. Und ich hänge viel mit meinen Freunden ab. Viele Fotos in ihrem Zimmer zeigen Antonia mit Freunden. Auf einem Lebkuchenherz steht Frechdachs. Antonia packt ihren Schulrucksack. Ich bin halt nicht das typische Mädchen. Ich bin nicht so für Röcke oder Kleider. Ich spiele auch nicht so wirklich mit Puppen. Tschüss! Ja, mit meinem besten Freund Janis Basketball. Ja, so bin ich halt. Antonia verlässt das Haus. Sie ist blond, trägt Jeans und ein kariertes Hemd. In ihrem Ort gibt es viele Fachwerkhäuser. Auf dem Giebel eines der Häuser zeichnet sich der Umriss eines Wetterhahns gegen die Sonne ab. Antonia und zwei Freundinnen treffen zwei Jungs vor der Schule. Und das ist mein Freund Janis. Einer der Jungs sitzt im Rollstuhl. Janis? Die Antonia, die kenne ich halt schon seit dem Kindergarten. Sie ist cool. Ich bin halt der Einzige in der ganzen Schule, der einen Rolli hat. Das ist halt ein bisschen blöd manchmal, weil die spielen dann halt alle da, wo ich jetzt zum Beispiel nicht mitspielen kann. Und wenn die da die ganze Zeit spielen wollen, dann und ich soll dann halt mitspielen, dann sage ich auch manchmal, dass ich eher mit Janis spielen will, weil ich finde das sehr unfair, wenn der Janis da so rumsteht und wir haben da unseren Spaß. Deshalb sage ich auch manchmal, dass wir eher auf den Platten spielen, irgendwie Basketball oder so, wo der Janis auch gut mitspielen kann. Antonia und ihre Freundinnen laufen an einer Pferdekoppel vorbei. Sie treffen ihre Freunde zum Basketballspielen. Hey, Jungs! Jo, spiel mit! Pass mal! Janis? Die ist halt wendiger als ich und die kann halt mehr tricksen. Gib mal ab! Pass doch mal eine! Dann sehe ich lieber zu, dass ich ihn selbst behalte. Da kann man auch passen. Die geben nicht ab. Die Jungs passen einander den Ball zu. Antonia lässt genervt die Arme fallen. Mich interessiert es nicht, ob der Janis gehen oder nicht gehen kann. Das spielt bei unserer Freundschaft, glaube ich, keine Rolle. Antonia bekommt den Ball und läuft zum Korb. In Janis Zimmer. Antonia und Janis passen sich einen Football zu. Antonia kniet dabei. Es wäre mir auch egal, ob der Janis jetzt nicht im Rollstuhl sitzt. Ich meine, er ist dann genauso mein Freund. Sie setzen sich beide auf Janis Bett. Loser. Lachen und necken sich. Du bist ein Loser. Was? Ich bin ein Loser. Ich hab gewonnen. Antonia lässt ihre Füße baumeln. Das Logo der Aktion Mensch, der Slogan, dass wir gewinnt und Aktion-Mensch.de erscheinen rot auf weißem Hintergrund.